Was sind eure Zukunftsaussichten? Was sind eure Visionen? Wo wollt ihr in den nächsten Jahren gerne sein mit eurem Unternehmen? Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch oft stellen. Wir werden natürlich ziemlich groß mit diesem Projekt. Nicht nur finanziell erfolgreich, sondern wir wollen guter Arbeitgeber sein. Stetig weiterentwickeln, mit neuen Technologien arbeiten. Unser Traum wäre, dass Sportfrauen eine deutschlandweit bekannte Nachrichtenplattform ist. Vordergrund für mich steht eigentlich das Wohlbefinden meiner Kunden, dass sich die Leute, die die Produkte tragen, wohlfühlen. Wir möchten alles begrünen. Es ist auch total egal, wo es ist. Ein Steinfels im Garten, die Alpen. Das ist uns dann auch egal, wir werden es grün machen. Wir werden demnächst nach Möbau ziehen, in ein neues soziokulturelles Zentrum, das wir mit aufbauen werden. Die Vision, die wir haben, ist ja, den ländlichen Raum wirklich zu so einer Keimzelle für die Wirtschaft und die Gesellschaft von morgen zu machen. Neue Produkte bringen, die nicht nur jetzt Kunsthandwerk sind und aus reinen Materialien sind, aber auch Vitaliensender oder ayurvedische Vorteile mit denen bringen, weil dafür stehen wir beide. Und gleichzeitig möchten wir uns auch in den Disziplinen noch weiter ausbreiten. Also weg von nur One-to-One-Concerts zu hin zu One-to-One-Performances, offen für jede Kunstrichtung. Und digitale Medizin. Und jeder, der diese App über alle möglichen Medien findet, ist einfach begeistert und sagt, dass er sich dadurch motiviert fühlt, wieder Blutspenden zu gehen. Und das ist natürlich genau das, was wir uns wünschen und hoffen, dass das einfach immer weiter wächst. Wir wollen weiterhin Sprachrohr sein für die Probleme der Clubkultur. Unser Produktportfolio soll wachsen, aber es wird auf jeden Fall eine wesentlich höhere Bandbreite an Zielgruppe geben. Wir planen auf jeden Fall, die Sammlung der Daumenkinos zu vergrößern und hoffentlich auch in weitere Länder zu expandieren. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr uns ein größeres Team aufbauen können, dass wir gemeinsam mehr erreichen können und tatsächlich diese Ressource vor dem Mülleimer retten können, so wie wir es geplant haben. Und wir bringen jetzt am Weltfrauentag auch unser erstes feministischeres Buch raus, würde ich sagen, mit der Sarah Cooper zusammen. Und den nächsten Schritt wollen wir das wirklich total einfach nutzbar machen, dass auch Leute zu Hause einfach tanzen können, Spaß haben und eben damit Musik zu erzeugen. Wir wollen weiter unsere beiden Projekte selbstständig realisieren. Die Herzensprojekte und die Formate, die vielleicht auch so ein bisschen experimentell sind. Und vielleicht in der Zukunft auch eine frische Tofu-Manufaktur zu gründen. Eben auch mehr auf dieses Konzept Nachhaltigkeit setzen, damit wir auch viel mehr an die Gesellschaft zurückgeben können. Und Kunsthandwerk eine neue Möglichkeit geben. Richtig. Was mit die Klimakrise ist, dann sind es Wahlen. Also glauben wir, dass es leider doch immer Themen geben wird, die mit Desinformation zu tun haben und sehen dafür auch eine sehr lang nachhaltige Lösung nötig. Da gibt es eine ganze Menge, also da gibt es noch viele Potenziale zu heben. Eines unserer Ziele ist auf jeden Fall, unser Labor etwas zu vergrößern. Wir wollen eine riesige Zielgruppe erreichen. Nein, wir wollen vor allem unsere Region bekannt machen. Deutschlandweit noch mehr Kliniken erreichen. Wir wollen Leute rauskriegen in die Natur und da einen Mehrwert bieten. Jetzt ist die Zeit reif, jetzt ist das Bewusstsein auch da. Für alle Spender in Deutschland verfügbar sein. Wir wollen das Lernen der Gebärdensprache weltweit ein Stück revolutionieren. Wir sind jetzt schon an 5 verschiedenen Standorten unterwegs und ich vermute stark, dass sich das in den nächsten Jahren vervielfachen wird. Einfach noch mehr Frauen dazu zu ermutigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir wollen sowohl die Pros inspirieren, als auch den Einsteigern die Möglichkeit geben, was auszuprobieren, was sie vielleicht noch nie gemacht haben. Diese Technologie auf den ganzen Körper ausbauen in der Zukunft.